Traumziele für Camper. Und diesmal geht's an den Neckar in eine alte Römerstadt nach Ladenburg. Wir zeigen euch einen tollen Wohnmobilstellplatz, von dem man auch mit dem Rad nach Heidelberg oder Mannheim kommen kann. Die erste Autogarage der Welt steht hier. Und warum der Erfinder der Automobile so viel mit dieser Stadt zu tun hat. Ihr seht es. Also anschnallen, liebe Entertainer, es geht los. Wie schon gesagt, liegt unser Ziel ganz in der Nähe von Frankfurt am Main und Mannheim und Heidelberg. Also genauer gesagt zwischen Mannheim und Heidelberg. Mannheim und Heidelberg sind nur 25 Kilometer voneinander entfernt und mittendrin liegt Ladenburg. Das bedeutet natürlich auch, wenn ihr eure Fahrräder mit auf Tour nehmt, könnt ihr von hier aus ganz bequem die wunderschöne Stadt Heidelberg oder auch Mannheim mit dem Fahrrad erreichen. Diese romantische und historische Fachwerkstadt hat knapp 11.000 Einwohner und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Sie selbst bezeichnet sich als älteste Stadt Deutschlands rechts des Rheins. Hier gibt es aber viel mehr zu entdecken als nur uralte Fachwerkhäuser, einer Stadtmauer und ein paar Wehrtürmen. Und das seht ihr ja schon bei diesen Bildern hier. Der Marktplatz ist das Zentrum der historischen Altstadt, die durch einen einzigartig geschlossenen Bestand von hervorragend restaurierten Baudenkmälern, darunter zahlreichen Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, überregionale Bedeutung besitzt. Ja, und die Kirchen stammen in ihren ältesten erhaltenen Teilen aus dem frühen 9. bzw. 11. Jahrhundert und das älteste profane Gebäude reicht in Teilen in das 13. Jahrhundert zurück. Ebenso die bedeutenden Reste der Stadtbefestigung mit dem Martinstor. Aber eben nicht nur altes Gemäuer ist hier so spannend in Ladenburg, sondern eben auch die Geschichte und ihre berühmten Bewohner, beziehungsweise einer, Karl Friedrich Benz. Ja, und bekannt ist ja sein Benz Patent Motorwagen Nummer 1 von 1885 gilt als erstes praxistaugliches Automobil der Welt. Bis zu seinem Tod 1929 lebte Dr. Karl Benz hier in Ladenburg eben auf diesen Anwesen. Das Haus hatten wir ja schon gesehen und hier sehen wir tatsächlich die erste Autogarage der Welt. Der Benz Park, das Haus, die Garage, alles gehörte zu dem Grundstück von Dr. Karl Benz. Und sehr seltene Exponate findet man im Automuseum hier in Ladenburg, das man unbedingt besuchen muss. So, jetzt aber mal Schluss mit Geschichtsunterricht. Wir sind ja zum Urlaub hier. Der Neckar, der scheint mir tatsächlich so ein bisschen unterschätzt als Campingtraumziel, obwohl es hier wunderschöne Orte gibt. Dieser Fluss zwischen Rhein und Donau, den sollte man wirklich mal anvisieren. Und hier kann man nicht nur mit dem Rad wunderbare Fahrradwege benutzen am Neckar, sondern natürlich auch tolle Schifffahrten erleben auf dem Neckar. Also historische Römerstadt, Dr. Karl Benz, Automobilgeschichte, Automobilmuseum, die Garage, der Wohnmobilstellplatz, das sind natürlich reichliche Informationen. Alle
Weiterführenden Informationen findet ihr in unserer Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefällt, dann würde es uns freuen, wenn ihr einen Daumen oben da lasst, die Glocke am besten anmacht und uns ein Abo schenkt. Liebe Ventertainer, aufgepasst! Wir zeigen euch jetzt den tollen Wohnmobilstellplatz hier in Ladenburg, der am Rand von Ladenburg liegt und etwa nur 800 Meter von der Altstadt entfernt ist. Also Altstadt, Neckar, Neckarwiese, alles zu Fuß gut zu erreichen. Und mit dem Fahrrad kann man bequem auch eine Tour nach Heidelberg machen. Dazu haben wir ja auch schon ein Video gemacht. Schaut mal rein. Ja, und auch zu diesem Wohnmobilstellplatz, liebe Ventertainer, findet ihr alle Informationen, den passenden Link dazu in unserer Videobeschreibung. Schaut da rein, informiert euch und dann fahrt hin und genießt eine tolle Zeit. Wir können das nur sehr empfehlen. Ja, hier sind wir schon wieder auf der Rückreise. Leider durch Frankfurt am Main. Liebe Ventertainer, hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen da, ein Abo und macht die Glocke an. Die nächsten Videos, insbesondere vom Main, kommen ganz bald. Also nicht verpassen. Bis dahin, gute Fahrt und ciao! Hoch auf den Gipfel, wie immer, immer rauf, immer rauf.